So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London, hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, ich habe eine kleine Ankündigung, sagen wir mal, nicht Überraschung, eine kleine Ankündigung. Ich habe diese Übersetzung, die ich verwende, die ich selbst erstellt habe, habe ich bei Nexus hochgeladen. Ihr könnt euch die runterladen, ihr findet einen Link in der Infobox, da wünsche ich euch natürlich sehr viel Spaß damit. Ich mache mal kurz hier ins Spiel rein, dass man das sieht. Hier, ich habe schon ein bisschen korrigiert. Weiter steht es hier nicht mehr weitermachen. Hier unten ist es nicht mehr aufhören, sondern beenden. Und ansonsten habe ich auch so ein paar Sachen korrigiert. Die Mod, die Mod habe ich übersetzt mit X-Translator, das ist so ein Programm. Und habe dann ein bisschen nachkorrigiert. Wer noch Fehler findet, kann sie gerne da reinhauen oder schreibt sie in irgendein Video oder ja, wo er mich gerade findet. Ich bin ja überall unter dem Namen Escitas verfügbar. Von daher, schreibt mich an, ja, wenn euch irgendwas nicht passt. Wir können die vielleicht zusammen ein bisschen weiter übersetzen, die Mod. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht oder nicht. Ich bin da echt überfragt, ehrlich gesagt. Aber fürs Let's Play ist das erstmal eine gute Sache. Ich lade jetzt das Spiel kurz und ja, dann sehen wir uns gleich in-game. So, kleiner Schnitt. Hab die Ladezeit für euch weggeschnitten. So, wir sind jetzt hier im Commonwealth, wollte ich gerade sagen. Ist ja Quatsch. Wir sind in London. Ich habe die Folge jetzt schon mal aufgenommen, aber da ging mein Hitboy nicht. Der war einfach weg. Der musste ich neu installieren. Ich habe ein paar Mods runtergeschmissen, die sinnlos waren. Ja, im Endeffekt, die obsolet waren sozusagen. Und jetzt habe ich noch einen anderen ENB installiert. Sieht ein bisschen mehr wie, sieht ein bisschen schöner aus jetzt, finde ich. Und jetzt, unser eigentlicher Weg führt natürlich nach Thames Haven aktuell. Und da wollen wir jetzt auch hingehen. Bin gespannt. Wird da wieder eine kurze Ladezeit sein. Die könnte ich eigentlich auch wegschneiden. So, kleiner Schnitt und da sind wir schon drinne. Ja, ich versuche die Ladezeit ein bisschen wegzuschneiden für euch. Ja, im Vorfeld schon bei der Erstellung des Videos. Ich finde das, ja, das bin ich euch schuldig, ganz einfach. So, im Mülleimer ist nix, der ist sogar richtig übersetzt. Mülleimer, ihr seht das natürlich. Was noch interessant ist für den anderen, der sich damit beschäftigt. Die Mod ist ja standardgemäß auf Englisch. Die Original, die Fallout London Mod. Und ja, wenn wir jetzt auf Deutsch umstellen, können wir sie gar nicht installieren. Das hat der eine oder andere schon mitgekriegt. Und also, das wurde vom Team Fallon extra so gewollt, dass wir das auf Englisch installieren. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich fake dem das Englisch vor. Also das Spiel denkt immer noch, die Sprache ist Englisch. Und dadurch, denke ich mal, gibt es am wenigsten Fehler an sich. Und ja, deswegen ist meine Übersetzung die beste natürlich. Nee, Quatsch. Keine Ahnung, es gibt noch eine andere Übersetzung, die habe ich mir aber gar nicht angeguckt, ehrlich gesagt, weil die Beschreibung war schon so schlechtes Deutsch, dass ich das kann da gar nicht richtig übersetzt haben, der Typ. sorry dafür, da, wenn ich dich beleidigt habe. Freut. Aber, ja. Egal. So, weiter im Text. Aktenschrank, nix. Hier, Terminal. Können wir mal gucken, ist an dem Terminal irgendwas in Deutsch? Ja, alles in Deutsch, so wie es sein muss. Natürlich, da hier und da ist noch mal was in Englisch. Das lässt sich auch gar nicht verhindern, soweit wie jetzt hier bei, ich glaube, bei den Vorteilen. Nee, das auch. Ja, hier zum Beispiel ist Stärke, Perception, Endurance. Aber das ist, das sind so Sachen, die können von mir aus, können die in Englisch bleiben, weil die sind jetzt nicht irgendwie spieltragend. Aber ich werde natürlich versuchen, trotzdem das so gut wie möglich zu übersetzen. Das heißt, wir werden das auch noch dann im nächsten Update dann. Ja, oder so einfließen lassen. Das ist jetzt erstmal das Initial-Update von der Translation, von der Übersetzung. Und mal gucken, ob wir das weiter treiben überhaupt oder ob das überhaupt notwendig ist. Kann ja sein, dass Team Fallon selbst ja schon Leutchen drauf angesetzt hat und wir das gar nicht mehr benötigen, in der Tat. Aber jetzt für den Moment, fürs Let's Play, fand ich es eigentlich ganz, ganz sinnig, wenn ihr Deutsch mitlesen könnt, halbwegs. Und ich persönlich auch. Also, nehme ich mir da nicht aus. Ich kann Englisch lesen, ich kann Englisch auch verstehen. Aber, ja, natürlich ist mir Deutsch lieber, ehrlich gesagt. Weil es halt meine Muttersprache ist, sozusagen. Und, ja, da fühle ich mich wohler damit. Ich finde Englisch finde ich gut, ich habe Amerikanisch, finde ich alles gut. Kann alles, finde ich super. Jetzt ist die Frage, wo wir hier lang gehen müssen. Ich habe das vergessen. Dummerweise. Slocum Joe's. Hier Musik. Da geht's raus. Können wir hier durchkriechen? Nee.
Ja, auf jeden Fall Musik. Das kann gutes sein, aber auch schlechtes. Wir treffen wahrscheinlich heute noch das Thames-Volk. Also was, ja, irgendwelche Mutanten wohl. Ich denke mal, die werden an Ghule erinnern oder es werden Ghule sein. Leuchtender Pilz. Da oben ist Glowing Fungus. Noch in Englisch jetzt quasi. Aber der Pfeil geht da ganz klar dahin, ne? Ah. Alles klar. Ich muss es zerledern. Meine Stärke reicht nicht aus, um ein Brett zu kaputt zu machen. Das ist echt interessant. Hier, die können wir mal, die kennen wir mit. So. Leuchtfackel. Ich will gar nicht hier so klauen, ehrlich gesagt. Das Bier können wir vielleicht verkaufen. Jetzt kann das Radio ausmachen. Danke. Leuchtpistole. Ein bisschen Vorkriegsgeld. Hier ist was zum Gucken. Was kann man da jetzt machen? Mal gucken. Ausfahrt. Das ist irgendeine Puppe, die können wir mitnehmen. Hallo, Thames-Volk. Bitte, hören Sie mich nicht. Das ist eine Batterie. Der Hund. Eine Ratte. Nein! Oh, ich wollte nicht Wasser trinken. Oh, es tut mir sehr leid. Der Hund, sehr reagiert. Habe ich schon alle durchgemacht. Da geht's lang, da geht's nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Nein, aus Trinkschulterwasser. Ah, Mensch. Ah. Dann gleich mal Red Away nehmen. Ich glaube, eins haben wir in der letzten Folge gekriegt. Oder es war in der Folge, die niemals ausgestrahlt wurde. Weil der Pitbull einfach weg war. Habe ich nämlich auch den Weg gesucht. Und ja. Dabei habe ich mitgekriegt, dass ich keine Karte mehr hatte im Pitboy. Und da bin ich, da habe ich neu geladen, alles in Spielstand und alles mögliche. Oh, Blutegel. Ich habe gelesen. Oh nein. Die vergiften einen wohl, Blutegel. Ein bisschen wie bei Ark, ne? Habe ich irgendwo in irgendeinem Dings gelesen, dass Blutegel wohl richtig gefährlich sein sollen. Aber bis jetzt lebe ich noch. Wow. Ja, riesig, Mann. Was sind so ganz kleine Blutegel? Eigentlich in der Realität. Aber durch diese... Den Hunden sieht das gar nicht, dass er bestrahlt wird. Naja, das war's dann mit Kinderkriegen, Churchill. So.
Packen mal die Waffe weg. Wir wollen ja nicht mit gezogener Waffe auf irgendwie Eingeheimischen treffen. Oh, da ist eine Leiche. Oh, das war wahrscheinlich jetzt scary und ich habe es nicht mitgekriegt, weil ich so konzentriert auf war aufs Bild. Sorry. Habe ich jetzt gesehen, GameStar und diese ganzen... Oh. There's no use, Rachel. It's a lost cause. Lost cause. Listen here, Robert Clarkson. This is our home. It's time to move on. Thames Haven is lost. Give the orders to tear down these barricades and evacuate the market. You'd have me leave the ferryman to die. You'd send more Thames folk to die. Or should we just sit here and wait to be overrun? Besides, he'll be fine on his own. Always has done before. I won't abandon him. Nor Thames Haven. Hold on. Looks like we have a tourist. So. Haben wir die Rachel Hall kennengelernt. Das ist die, Aufseherin hier unten, sag ich mal. Und das ist das Thames-Volk. Das sind so eine Art, keine Ahnung, wie Ghule, nur halt irgendwie als Echsen. Aber ist cool. Gucken wir uns das mal ganz kurz hier um, bevor wir mit denen reden gehen. Und es scheint ein Problem zu geben mit Thames Haven, mit der Stadt. Und vielleicht können wir denen helfen. Das wäre natürlich sehr interessant. Hey Rachel! Mein Name ist Acetas Woodsmith. Ich bin durch den Südeingang gekommen. Einer dieser Soldaten draußen sagte mir, wie ich hier reinkomme. Ich bin nur ein Wanderer auf der Durchreise. Was zum Teufel bist du? Das wäre frech. Mein Name ist Acetas. We didn't expect anyone to come through that way. Most of the station back there is caved in on itself. What brought you to Thames Haven, outsider? Warum bin ich jetzt hergekommen? Ich bin in einem unterirdischen Labor aufgewacht und habe absolut keine Ahnung, wer ich bin. Ich hatte einen Eisenbahnunfall und habe mich seitdem nicht mehr so wohl gefühlt. Ich suche einen Arzt. Das ist beides sehr richtig. Wir wollen ja nun mal nicht heulen mit unserem Ich bin, weiß nicht, wer ich bin, also brauchen wir nach einem Arzt. Wir haben einen. Dr. Alan Webb. Er ist in der Market. Unfortunately, we can't open the gate to outsiders. Not yet. Any other reason why you came here, of all places? Bin in einem unterirdischen Labor aufgewacht und habe absolut keine Ahnung, wer ich bin. I've heard of such places. We were given some old construction papers a while back. Sold them to Sebastian Gaunt. They documented the construction of a laboratory beneath the Shard. I suppose that's where you woke up. And I suppose you'll want to know where we got those papers. I hate to hold this information ransom, but we're desperate. Help us out, and I'll tell you who we got them from. Okay, also wir sollen helfen für im Austausch von Informationen. Finde ich jetzt eigentlich okay. Ich habe einige Fragen zu Thames Haven. Warum braucht ihr überhaupt meine Hilfe? Sehr gut, wie kann ich helfen? Ich habe eine Frage zu Thames Haven. Ich hasse es, aber es wird sehr bald nicht mehr Thames Haven geben. Help us out and I'll tell you anything you want to know. Okay, also hinterher. Sehr gut, wie kann ich helfen? Ich habe den Main Residential District verlassen. Es wurde infestiert mit all manner of horrible creatures. The market's secure, but we have to take control of the situation. Otherwise, we'll have to abandon Thames Haven entirely. The ferryman's still down there, continuing the fight. Find him and help, if he's still alive. Okay, Charisma 1 von 6.
Haben die zufällig irgendwelche Chemikalien an diesem Kiem, in diesen Kiemen versteckt? Wer ist der Fährmann? Dann mache ich mich auf den Weg. Ich finde den Fährmann. Wer ist der Fährmann? He doesn't spend much time here in Tamsaven. Considers himself some sort of shaman. Okay, hält sich für einen Ortsschaman. Brings us supplies and the like. He doesn't have the pacifist instinct. Okay, alles klar. Dann mache ich mich auf den Weg. We've blocked everything off. The only way into the district is down the elevator shaft. Here. Alles klar. You'll want to take some Radex first. Good luck. Alles klar. So. Wer bist du? Bob? We're counting on you, human. Okay. Da auch ein Mensch, oder? Okay. Prima, wir können uns ja noch ein bisschen umgucken. Wir machen am besten erstmal, wie uns geheißen. Das ist nur ein Rundgang, ein sauberes Kleid. Gut. Für so eine Puppe. Oha. Aber das ist genau da, wo wir hin müssen. Wir müssen hier runter. Ich will mal kurz in die Quest gucken. Bring den Aufzugsschacht hinunter. Da steht extra da, was wir machen sollen. Also machen wir das. Jumping Jack Flash. Wir vertrauen mal der Quest. Uah. Okay. Inventory, Hilfe. Und zwar, Red Axe. Oh, ich. Mirror Lurk. Fallout London spielt übrigens von der Lore her, von der Fallout Lore, wer sich da damit beschäftigt, wer da Bock drauf hat, ich kann da mal gucken, dass wir da ein paar Informationen droppen hier. Also wir spielen zwischen Teil 1 und Teil 2. Kann man sagen, also 50 Jahre vor Teil 4, vor der eigentlichen Teil 4. 2000 irgendwas spielt zeitlich das einzuordnen. Hier lang. Warum? Was? Nee. Hier oben war doch nichts, war ich doch gerade hier oben. Ach so. Verworrene Gänge auf jeden Fall. Gut gemacht. Nicht so einfach zu navigieren wie bei anderen Spielen, sozusagen. Das ist eine Leiter zum Hochklettern. Warum hochklettern? Ist überall so Lampen und da steht sogar eine Batterie daneben. Das finde ich echt gut gemacht. Also nicht, dass es nicht einfach so funktioniert. Natürlich ist fraglich, wer hier rumrennt und die ganze Batterie nochmal austauscht. Aber hey, wer sind wir, der das hinterfragt? Hier Zigaretten, Duct Tape, Paintbrush. So ein bisschen Zeug. Use. Rüstungswerkbank. Hier kann ich jetzt ein bisschen verbessern. Aber wollen wir ja nicht. Wir sind zufällig auf dem richtigen Weg. Diese ganzen Girlanden, die sehen aus wie nur. Ist es jetzt eingebrochen oder bin ich nur falsch gelaufen? Boah, ich bin fast tot. Ich gerade. Ich guck mal, ob ich irgendwas zum Heilen habe. Moldy Food. Ah, das ist schon gekocht.
Das gibt 4 HP für 5 Sekunden. Oh, plus 5 Dings. Hier ist ein Stimpack. Warum? Sag mal. Wieso ist hier eigentlich Musik an? Könntest du wieder ins Essen brechen? Bei Bioshock hatte ich so das hatte ich so ein Problem mit der Musik. Das heißt, ein Problem war das auch nicht, aber ich musste zwei Folgen musste ich runternehmen, musste die. Sag mal, warum geht denn das Springen nicht? Ach so, ich stöße da wahrscheinlich dagegen irgendwo. Ne, kann der nicht hochspringen. Nochmal so. Den ursprünglichen Weg gehen wir nochmal. Oh, Alter, der Hund hört sich an wie ein Dings, wie ein Mirrorlock. Hätte ich dem was ins Gesicht gehauen. Mit dem Hund muss man. Der ist cool, der ist mega gut. Der hat auch seine Daseinsberechtigung. Churchill, so Doc Mimit. Also, das haben sie gut, gut gemacht, finde ich. Aber. Ja, müssen wir. Ich muss den jetzt mal loswerden, dann demnächst. Als Gag ist er ganz cool, aber so unterwegs nutzt er uns, glaube ich, nichts. Also, wir brauchen einen anderen Begleiter, in anderen Worten. Kommen wir hier durch. Da kommen wir nicht durch. Ich habe ja noch nicht mal eine Waffe, ne? Ich habe nur eine Leuchtpistole. Aktuell. So, da sind wir vorbei. Die Frage ist, ob es richtig ist, dass wir hier nach oben gehen. Wir sollten ja eigentlich irgendein Fährmann, der muss ja irgendwo unten sein, dachte ich. Komplett finde den Fährmann. Ah ja, da ist er. Wir versuchen mal anzulocken. Ja. Ja. Hey, Fährmann. Since you came to my rescue. I'm guessing you're a friend. Jo, ich bin dein Freund. Wie läuft's hier unten? Gute Frage. Willst du mich nicht fragen, wie ich hierher gekommen bin? Warum nennt man dich den Fährmann? Rachel hat mich geschickt, um zu helfen. Oh, I did wonder how long they'd leave me to fend for myself. Now I need to recover. Yeah. Take this. The breach is right next to a load-bearing pillar. The whole tunnel needs sealing. Once it's blocked and the district's clear, take the utility route up to the market. Okay, komplett. Sprich mit dem Fährmann. Schließen Sie die Lücke im verlassenen Viertel. Wer bist du, mein Großer? Sushi? Der ist ja cool. Blutegel aus Maluten. So, da ist irgendwo ein Pfeiler, wo wir hin müssen. Die Tür ist verschlossen. Oh, ich habe einen Revolver. Protonengebräu. Nehmen wir es mal alles mit. Waffen, Polizeiknüppel, Rohr, Revolver. Ha. Und ein paar Schuss dafür, sehr gut. Duct Tape, Komm, Church. Was soll er die Tür gucken?
Waffe weg. Hey, Angela Clarkson. Angela Clarkson. Angela Clarkson. Okay, will nicht mit uns reden? Dann geht's weiter, würde ich sagen. Wir müssen irgendwo einen Pillar müssen wir reparieren. Oder müssen wir abdichten. 18 Meter nach unten. Ach guck, wir sind wieder hier oben. Ich muss mal kurz in die Quest gucken. Schließen Sie die Lücke im verlassenen Viertel. Ich guck mal auf die Karte. R, Lokalkarte. Scheint auf jeden Fall hier drinne zu sein. Out of service. Hier sind wir hergekommen. Ja, das ist natürlich interessant jetzt. Ja, eigentlich aber der Pfeil, also der Pfeil zeigt nach unten, also eigentlich ist es unten, nicht oben. Die Lücke im verlassenen Viertel. Vielleicht bin ich ja falsch gelaufen eben. Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Wo ist Angela da? Ich glaube, wir müssen hier runter. Das sieht mir noch sehr verlassen aus. Okay, ich wechsle nochmal auf die, die Kelle. Planke. Für die Blutegel. Das ist Munitionsverschwendung aktuell noch. Irgendwann ist es egal, wie viel Munition verschwendest. Aber aktuell ist es nicht egal. Ich bin auf jeden Fall auf der richtigen Höhe. Wenn du mal guckst, da unten, der Pfeil ist weg. Also wir sind jetzt auf der richtigen Höhe. Boah, ekelhaftes Zeug. Und da ist noch einer. Wird auf jeden Fall weniger jetzt. Warum hilft der Hund nicht? Ich versteh's nicht. So, einer ist noch. Da. So, kein roter Punkt mehr. Wir können jetzt in die richtige Richtung gehen. Okay, ich brauche ein Red Away, Red X. Damit wir weniger Schaden kriegen. Ich muss hier raus. Ah, Mensch. Das
Das ist der Hund, der mir im Weg steht. Das ist der Hund. Das gibt's doch nicht. Du verreckst ja fast wegen dem Hund. Voll gut. Echte. So. Hier muss man abdichten. Platzieren. Complete. Weg hier. Scheiße. Oh nein. Ups. Oha. Das ist ja interessant. Sehr ärgerlich, aber was willst du jetzt machen? The surface world gets louder and louder each day. Okay, habe ich das jetzt noch geschafft oder was hat er gemacht? Bringe den Aufzugsschacht hinunter. Sehr gut. Kein Autosave. Aber gut, das war jetzt auch nicht so schlimm. Ich mache jetzt hier kurz einen Schnitt an der Stelle. Mach den Weg nochmal ganz kurz für euch alleine. Und wir sehen uns dann, bei der Explosion wieder, denke ich mal. So, sind wir zurück. Ich habe jetzt keinen Weg gefunden hier, wo wir hinlaufen müssen. Ich mache jetzt hier die Bombe dran und laufe in die Richtung, wo Churchill ist. Und Abflug. Oh nein! Lebt der Hund noch? Ach, da ist er. Alles klar, komm Church. Schaut eben, your dog is in trouble, also dein Hund ist hat Ärger. Gar nicht gespeichert jetzt, glaube ich. Gar nicht gespeichert. Mach ich das mal. Schrauben. Schraubenschlüssel, Kleber. Okay, das hat mich ein bisschen verlaufen, muss man sagen. In der Tat. Das ging irgendwo um die Ecke, ne? Ich erinnere mich dunkel. Hier haben wir die Blutegge getötet, ja. Genau, also es ging auf jeden Fall hier lang. Jetzt nicht lang. Ja, lustig. Hat er die Tür zugemacht oder was? Jetzt wie als wenn das. Oh, ich bin mir ganz sicher. Da sind die Pfeile. Ach, guck da. Alles klar. Müssen wir mal finden. So, hier ist die Treppe. Und da oben ist doch Fährmann. Müssen wir mit dem sprechen, mit dem Fährmann? Ich glaube nicht. Wir müssen mit Rachel, gell? Ja, Rachel. Willst du mit Rachel sprechen? So. Hier Fahrkarten und so. Nehmen wir mit, habe ich eben übersehen sogar. Gut, dass wir nochmal hingegangen sind. Mit Absicht natürlich. Bin bestimmt auch bald voll mit Zeug. Das ist Angela Clarkson. Das ist Bob Clarkson. Und eigentlich stand... Rackel immer da rum. Ah, die hat eine Tür, also die ist irgendwo reingegangen jetzt. Ach, Woodgate, das ist ein Tor, alles klar. Welcome!
Kleine Ladezeit. So, kleiner Schnitt an der Stelle. Hab für euch mal die Ladezeit weggeschnitten. Hey, das ist dann das wahre Thames Haven. So wie es aussieht. Sogar Wachen alles am Start. Jeremy Lewis. Hier gibt es natürlich einige Leute, mit denen wir sprechen können, wollen, müssen. Ellie Lewis. Nothing like a swim in our Thames to make you feel alive. So, Rachel. The explosion. Since you're alive, I'm guessing thanks are in order. Ja, gerne, ne? Grateful. Thank you. Now, kein Problem. About this underground lab. Ja. We had a Was wissen Sie darüber? Boy, Archie, living here for a time. He gave me those construction papers as a gift. Before you ask, he's already moved on. You see, some of the Thames folk. No, that's a lie. Most weren't happy with a human living down here. Archie left before there was too much bad blood. The ferryman should know where he went. He was the one that brought the boy here in the first place. Dr. Webb's with him in the infirmary. He sends his regards. You should stop by. Thanks again. Tell Archie I said hello. If you find him. Tell him I'm sorry things didn't work out. Is there anything else you needed? Ich hätte noch ein paar Fragen. Ask away. Und zwar, was könnt ihr mir über die Thames Haven erzählen? Thames Haven is a refuge, a beacon of hope in a dreary reality. We were extinguished once, but never again. Okay. I won't let that happen to my people. Alles klar. Was ist das Thames Folk? People. Just not you. We just look a little different. Okay. Wer bist du? My name is Rachel Orr. I basically run Thames Haven. Well, so does Bob. Just not as much. Okay. Das ist alles, was ich wissen wollte. Danke. Just ask. Jo. So, bis bald. And mind the gap. So, das sind, ja, ich, Anführungszeichen, englische Ghule, in der Tat, hier in Thames Haven. Und ja, wir haben denen geholfen, wir haben Thames Haven bewohnbar gemacht. Und jetzt bleibt es dann an uns, Archie zu finden. Das, der kann uns dann vielleicht mehr erzählen über das unterirdische Labor. Das sehen wir aber leider aus der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in England.